Der alte Motor ist hinten nicht gummigelagert, darum ist auch der Rahmen gerissen. Also habe ich mir sicherheitshalber einen anderen Motor besorgt, der hinten mit dieser Gummibuchse versehen ist. So, der Motor ist fertig und kann eingebaut werden. Der alte Tacho bekommt einen neuen Ring aufgezogen. Einfach den alten mit dem Schraubenzieher entfernen und mit dem Hammer wieder andengeln. Fertig!